Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels zu Staffel 4, Folge 1 meines Let's Plays mit dem großartigen Herzogtum von Galizien. Ja, und unser Graf Hermenegild Sildo ist in großer Trauer, denn seine Frau ist im Alter von 59 Jahren von ihm gegangen und sie hat sich zu Tode betrunken. Das haben wir tatsächlich gar nicht so mitbekommen, weil wir so beschäftigt waren mit unseren Kriegen und ja, deswegen lasst uns noch mal gucken. Auch unser Sohn ist melancholisch. Ja, und er tut sich tatsächlich schwer, das Schöne im Leben zu sehen, obwohl er eigentlich zufrieden ist, geduldig ist. Aber er ist halt auch ein Zyniker. Das ist nicht gut, ihr Lieben. Das ist tatsächlich nicht gut. Er ist zornig, maßvoll und ehrlich. Er ist ein guter Mann, könnte man sagen. Er hat an dieser Stelle noch keine Melassen, könnte man sagen. Er ist tatsächlich ein Albino und ein Mönch natürlich. Das ist in Ordnung. Wir haben tatsächlich durchaus gute Söhne. Tja, aber wie dem auch sei, leider, muss man sagen, leider, 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 uns das Leben keine glückliche Frau scheinbar geschenkt. Naja, wir werden jetzt eine Zeit der Trauer mit Sicherheit vor uns haben. Wir werden auch einfach mal weitergehen, auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das können wir mal glatt vergessen. Der ist einfach zu groß. Führt auch aktuell keinen Krieg. Wir haben zwar durchaus Ansprüche darauf, aber zu kurz nach dem Tod unserer Frau glaube ich nicht, dass wir schon wieder in einen Krieg ziehen. Wir haben hier übrigens in Asturgia, ist mir aufgefallen, beziehungsweise nicht mir, sondern dem lieben David, dass ich hier ständig was ausbaue. Allerdings baue ich das für diesen Bürgermeister aus. Tatsächlich müsste ich das hier ausbauen, weil das mein Besitztum ist. Erstmal vielen Dank für den Hinweis. An anderer Stelle sollte mir das allein aus dem Grund nicht passiert sein, weil ich habe wahrscheinlich gedacht, hier, das sieht aus wie eine Burg mit dieser Riesenmauer. Das muss die Burg sein, aber das ist tatsächlich die Stadt. Also ist natürlich eine Maßnahme, hier so schnell wie möglich auch nochmal weitere Besitzungen einbauen, weil letzten Endes, ja, ist das wichtig. Und ich werde mal gucken. Grubenarbeiten. Hügelfestungen. Grünendes Land ist nicht so toll. Ich werde jetzt hier erstmal auch auf die Kasernen setzen. Dass da immer ausreichend, ja, Männer da sind. Und wir lassen auch gerne weiterlaufen. Vielen Dank für den Hinweis. Ist mir nicht aufgefallen. Ja. So. Wir können wieder eine Petition theoretisch. Priesterförderung. Beim Bekehren von Grafschaften. Überhaupt notwendig? Ich dachte aktuell nicht, ne? Weil es gibt derzeit keine gültigen Ziele. Ja, hier oben ist zwar. Was? Grafschaftsglaube? Charismus? Ich verlange auch natürlich die Bekehrung. Ja, dann. Tja, einkerkern wird nicht gelingen. Was ist er denn hier für ein
Wieso ist er denn? Schurkische Verwaltung. Mit selbstzufriedenem Brimborium knallt mein Ritter Freuler einen prallen Sack vor mir auf den Boden. Seht nur hinein, bietet er an. Ich leere den Inhalt aus. Edle Metalle, Erbstücke und Schmuck. Ich habe einige der Gemeinen von Graf Pirkoi davon überzeugt, dass ihr Steuern für euch bestimmt sind, Lenzer, sagt er grinsend. Es ist ein ganz ordentlicher, unerwarteter Ertrag. Und besser noch, ich kann mir nicht mir den verkniffenen, zornigen Ausdruck auf der abscheulichen Miene von Graf Pirkoi nur gut vorstellen. Ja, das ist genau der, um den es geht. Der wollte sich nicht bekehren lassen. Ihr kommt mit Fräulein, bla bla bla. Wehe dem dreisten Pirkoi. Gestohlene. Ich kann diese Eintreibung rechtfertigen. Ich denke, ich werde sie tatsächlich rechtfertigen und damit können wir hier den ehrbaren Dienst freischalten, was dazu führen wird, dass ich noch mehr an Steuern bekomme. Sehr gut. Ein offenbartes Geheimnis. Sultan Ibrahim von Al-Sak hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Meine Vasalle Bürgermeisterin Adosinda soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Ihre Affäre, Bürgermeister Fladitio, war angeblich das Objekt dieser Verbotenes. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Ja, also der Sultan ist mir da mal gelinde gesagt wurscht und ich bin jetzt auch kein so super. Ja, das wird leider nicht funktionieren. Das wird leider nicht funktionieren. Ich werde mal was anderes derweil machen. Und zwar wollte ich mal gucken, wer ist denn hier, wer unterrichtet dieses Kind? Ich glaube nicht, dass wir hier das Beste sind. Wir haben hier tatsächlich bessere. Gucken. Ausgezeichnet. Er wird Diplomat. Leibwächter und Ritter von uns, ja. Ich glaube, er kommt dafür auch in Frage. Tja, ausgezeichnet. Ja, ich glaube, unser Ritter hier wird ihn ausbilden. Und tatsächlich, er hier ist verletzt. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Okay. Schwer heilbare Wunde, ist verwundet. Okay, ihm ist irgendwas zugestoßen. Er hat tatsächlich einen Verwaltungsschwerpunkt. Da sind wir tatsächlich ausnahmsweise sogar der Richtige. Astorga ist fertig gebaut. Und ja, wir könnten theoretisch wieder heiraten. Ich gucke jetzt mal ganz gerade. Also ein Jahr sollten wir schon warten. Ja, das haben wir auch hinter uns. Ist vielleicht an der Zeit, was Neues zu suchen. Es ist nicht gut für uns alleine zu bleiben. Die Frage ist, würden wir noch mal uns etwas Junges ins Bett holen? Das ist ja die Frage. Und wenn ja, was konkret und genau?
Katalanisch, Lombardisch. Die Frage ist, brauchen wir ein Bündnis Astronesisch? Ach ja, nebenbei bemerkt, er hat tatsächlich eine Tochter. Ich habe den hier für einen Mann gehalten. Das ist auch noch so ein Fauxpas. Sie ist wohl schon verlobt. Einem Höfling. Weil sie ist verheiratet, vielmehr. Naja, aber eine Siebenjährige, nein, das kommt eigentlich nicht in Frage. Kultur Galizia. Sie sieht aber nicht sehr schön aus. Tochter von Bürgermeister Ero. Unsere Bürgermeisterin. Wir haben eine sehr gute. Und wir können sie. Das war doch aber gerade die Adosinda, die hier so durch die Betten getollt ist. Wir könnten natürlich sie heiraten. Dann nehmen wir dem Graf Pirkoi den Erzzeugbart weg. Ja, nee. Da ist momentan. Ich glaube nicht, dass wir als Herzog eine Gemeine heiraten würden. Wir bleiben vorerst mal für uns und alleine. Ich werde jetzt hier auch noch gleich ein Armeelager errichten. Und natürlich ihn hier in diese Grafschaft nach Astorga schicken. Ja, das passt. Ja, es passiert im Moment halt nicht viel. Das ist halt so. Wir können Zahlungen verlangen. Wegen dem Buch. Ja, komm. Okay, ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Arias. Okay. Dass ich euch nun... Gut. Tja, aber ich kann ihn leider nicht einkerkern. Lederzelte in Astorga gebaut. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Großer Reichtum, meine Schatzkammer quillt über vor Gold und Silber und alle Ausgaben sind gedeckt. Aufgrund meines Status wird von mir erwartet, dass ich einen Künstler oder Gelehrten unterstütze. Wie es der Zufall so will, sind gerade drei mögliche Kandidaten in Galizien eingetroffen. Ehrlich, geduldig, fleißig. Durchaus etwas, mit dem wir gut was anfangen könnten. Er ist gescheit, ein Denker und er ist ein Poet. Ximena. Sie sieht eigentlich sehr ansprechend aus. Vielleicht ist das so die Gelegenheit. Ja, vielleicht ist das so die Entdeckung des Schönes, der Schönheit. Ja, wir haben sie an den Hof, sie ist ehrlich, sie ist geduldig, fleißig, das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Ja, ich glaube, wir werden sie ehelichen, weil wir diesen Garten so schön finden und als weiser Mann wissen wir, dass die Tugenden einer Frau genau die sein sollten, nämlich eine ehrliche, geduldige und fleißige Frau. Das ist wirklich herausragend. Und in unserem Alter mit 61 Jahren brauchen wir keine, ja, ränkischen Damen mehr. Wir können mal gucken, was sie denn gut kann. Vielleicht die Domänenverwaltung. Das ist natürlich hervorragend.
Ich bin auf dem Rückweg von meinen Gebeten, mein Bischof Reu an meiner Seite, als ich etwas Weißes am Boden aufblitzen sehe. Ich bücke mich, um es aufzuhegen und lege einen knochenweißen runden Gegenstand frei. Eine Jakobs-Muschelschale. Diese Muschelschalen sind ein Zeichen der Pilger, die auf ihrem Weg nach Santiago diese Straße benutzen. Und jeder, der eine besitzt, besonders eine, auf die das Wappen von Santiago aufgedruckt ist, hat diese anstrengende Reise hinter sich gebracht. Ich drehe die Muschel in meiner Hand begierig hin und her und bin mir durchaus des abschätzigen Blicks von Reu bewusst, der sich in meinen Hinterkopf bohrt. Was meint ihr, wem sie glauben werden, Reu? Wohl anderen. Ich lasse die verdammte Muschel hier liegen. Also, puh. Wir sind treuherzig. Gut. Das ist wegen... Okay, wegen des... Wir werden das... Das passt nicht. Ja, ich denke schon, dass... Ja, dann lasse ich sie hier eben liegen. Ja, ich denke schon, dass wir sie eher liegen lassen würden. Denn wir wollen natürlich schon auch in den Himmel kommen. So, wir gucken mal. Das hier ist auch fertig gebaut. Das geht übrigens wahnsinnig schnell. Wir sind tatsächlich ein wahnsinniger Wohlstandsschaffer. Die missbilligende Miene, die mein Bischof zeigt, bereitet mich auf etwas vor, bei dem es sich gewiss um irgendeinen lästigen Unfug in Bezug auf Gott handeln wird. Herr, setzt er an. Es gibt eine Gelegenheit von schwerwiegender Bedeutung in eurem Reich. Die Grafschaft Wisoi ist voller Menschen, die nicht dem wahren Glauben folgen. Es wäre doch nicht schlimm genug, leben sie auch noch Seite an Seite mit wahren Gläubigen und treiben Unzucht miteinander. Und ich schließe die Augen, während das endlose Gefasel weitergeht. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie grauenhaft dieses alles noch werden soll, was er davor trägt, wenn ich nichts unternehme. Lass sie in Frieden leben. Tja, ihr erhaltet Anspannung, weil wir treuherzig sind. Religiöser Zwist. Ja, wir werden der Kirche folgen, auch wenn es uns Mühe bereitet. Ich werde hier auf jeden Fall die Gruben bauen. Goto ist nicht länger unser Hoftutor. Ja, ich glaube, wir brauchen auch keinen Hoftutor mehr. Tutor? Warum? Ja. Seneschall brauchen wir auch gerade nicht. Ja. Dann passt das erstmal so. Wir gucken mal hier rein, ob wir hier weiter ausbauen könnten. Was steht dem entgegen? Okay, da fehlt uns noch. Da fehlt uns tatsächlich noch die entsprechende Montefaro. Ah ja, wir wollten ja nochmal hier reingucken in die Nachfolge. Tschak, tschak, tschak. Tuck. Tuck, tuck, tuck. Eins, zwei, drei. Montefaro. Hügelhöfe. Aber auch hier erstmal die Armee weiter ausbauen. Das ist tatsächlich das Gebot der Stunde. Wir könnten sogar theoretisch ein neues Besitztum errichten. Aber das würden wir dann tendenziell natürlich eher hier tun. Vielleicht noch eine Burg. Ja.
Ja, das ist vielleicht so das Nächste. Oh, unser Bruder Albito ist gestorben. Okay. Er war zum Schluss besessen, aber ein besessener Poet. Wir gucken gerade mal. Also aus unserer Familie leben jetzt noch unsere Schwester Elvira, die ebenfalls eine weiße Frau ist. Und unser Bruder, Bürgermeister Osorio Guterres von... Ja. Trancoso. Was ist denn bitte schön Trancoso? Wieso ist der denn bitte schön? Jetzt kommt's mir gerade. Wieso ist der denn? Da ist mir wohl was unter den Fingern durchgeglitten. Naja, wir sind kein hinterhältiger Mensch, aber er ist natürlich ein Ketzer in unseren Augen und dazu ein religiöser Eiferer. Insofern könnten wir ihn natürlich schon. Wir haben nicht begrenzte Lehnsautorität. Innovationen. Plenarsitzung. Tja. Öffentliche Bauarbeiten. Ja, aber rein rollenspieltechnisch ist das jetzt schwierig zu vertreten, oder? Also ich meine, wir sind treuherzig, aber das muss nichts heißen. Wir sind ein Wohlstandsschaffer und wir haben jetzt die letzten Male schon auch unserem Priester hier. Wir sind da aufopferungsvoll und eigentlich können wir es nicht zulassen, dass hier ein anderer Glaube hier durchgeht. Wir haben allerdings halt auch wenig Chancen hier. Ein Kind umbringen? Ich weiß ja nicht. Ist ein Akt der Tyrannei. Ja, das ist gar nicht so, gar nicht so, gar nicht mal so leicht. Alles klar. Gut. Dann müssen wir uns was anderes bei Zeiten einfallen lassen. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Einfache Steinbrüche in Astorga gebaut. Jawohl. Das bauen wir auch gleich mal aus. Pilgerreise waren wir jetzt. Wir könnten tatsächlich mal ein Festmahl. Ist das das Richtige? Ja, doch, zu Ehren unserer Hochzeit. Nebenbei, ich muss hier mir eine andere Pose natürlich. Er ist ja wieder applaudiert. Nein, das natürlich nicht. Ja, ich denke, er ist ganz begeistert von seiner jungen neuen Frau und zu ihren Ehren wird er tatsächlich zu einem Festmahl einladen. Willkommen, meine Freunde. Es kommt zur Katastrophe. Ihr verliert 110. Ja, komm. Soll jeder meinen Wohlstand sehen. Meine schönen Gewänder. Vasall und aha, eine reife Darbietung. Aber wir sind treuherzig.
Ich glaube, da siegt eher unsere Treuherzigkeit über uns. Er weiß offenbar wahren Intellekt zu schätzen. Das ist gut. Aber dieser Graf Pirkoi. Irgendwas müssen wir doch da. Lache Erzminen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Dass sie total happy ist, das ist doch klar. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. Und. Tja, die Frage ist, ich denke, dass wir auch hier Hügelfestungen reinbauen werden. Ja. Tja, das ist wirklich schwierig. Montefaro ist auch fertig gebaut. Da werden wir natürlich dann auch gleich die Kasernen weiter bauen. Oh, guck mal, ein tadelloser Haushalt. Das ist doch hervorragend. Das ist wirklich hervorragend. Und wir werden tatsächlich der Administrator, für den man uns hält. Was bringt uns das nochmal? Diplomatie, Verwaltung und natürlich, wir haben eine Entdeckung gemacht. Aber nicht das, was wir brauchen. Hügelhöfe, Hügelbefestigungen. Wir werden auch hier Kasernen errichten als nächstes. Wir haben eigentlich hier einen guten Spitzel, aber er ist da, er sitzt zu fest im Sattel. Und ich tue mir halt echt schwer. Wir könnten aber natürlich sein Kind einkerkern. Wir probieren das. Der kommt natürlich in den Hausarrest, aber wir wollen ihn ein bisschen unter Druck setzen. Das glaube ich schon. Verräter! Er ist aufs Land geflohen. Was ist das denn für ein Anspruch? Folgeanspruch, okay. Er kann uns jetzt natürlich nicht mehr leiden. Das ist wohl wahr. Nein, das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts. Das muss dann die nächste Generation richten. Weil Coruña muss letzten Endes in unserer Hand bleiben. Das muss irgendwann... Wir würden zum Hofbaumeister von König... Wow. Okay, sieht man das hier irgendwo vielleicht? Mein Bruder an einem Krampfanfall... Okay. Graf Pirkoi. Halt. Wir werden versuchen, ihn einzukerkern. Wir werden es versuchen. Wir sammeln da die Truppen. Warte mal. Er hat sich auch natürlich gleich... So, und das machen tatsächlich... Ja. Den holen wir uns schön selbst. Denn er hat sich da bei uns eingenistet. Als gäbe es kein Morgen. Wir werden ihm zeigen, wo der berühmte Bartel den Most holt.
Oh, wir haben eine Erbschaft. Ihr habt die Baronie von Baronin Mafalda geerbt. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken, was das dann für uns heißt. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Wir belagern jetzt hier die entsprechende Grafschaft. Da wird unser Vasall natürlich zum Tragen kommen. Er hat sich nochmal. Der Fluch endet und keinen Tag zu früh. Itza Banu, sie ist endlich tot. Ja, mal gucken, was das jetzt zu sagen hat. Die Stimme der Vernunft. Kein Ratstreffen vergeht ohne einen Konflikt. Bischof Loy und Ratsspitzelführer diskutieren. Ja, denn beim anderen sind wir ja schon. Da ist es passiert. Wir sind gestorben. Mitten im Krieg. Und unser Sohn Arias, 45 Jahre alt, wird uns beerben. Herzog Hermann Exilio von Galizien hat diese Welt verlassen im Alter von 63 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war dafür bekannt, seine Nächte im Labor zu verbringen und wurde von vielen als Hexenmeister angesehen, der in seinen geheimen Gemächern unheilige Zaubersprüche wirkte. Herzog Arias besteigt den Thron. Der mit diplomatischem Talent gesegnet ist, werden ihn sowohl die Vasallen als auch fremdländische Herrscher respektieren. Ja, wir werden natürlich, wir ergreifen unser Schicksal na, selbstverständlich. Und ja, damit ist es auch klar, unsere Brüder haben hier entsprechend geerbt, so wie es vorherzusehen war. Und wir haben natürlich auch den Krieg unseres Vaters geerbt. Aber wie es mit unserem neuen Herzog Arias Hermenexildes von Galizien, 45 Jahre alt, weitergeht und wie der so ist, das schauen wir uns dann ganz gepflegt in der nächsten Folge an. Macht's gut. Bis dann, euer Don Firenze.